Absolut. Perfekt. Schwache Ausgabe. Ja. Ja, fast. Also, der Wilder hier live mit dem Thema Base Building. Ja, gibt ja viele, die immer nur Bases kopieren, aus dieser im Internet finden bei Google, ja, oder bei YouTube. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so ideal. Deshalb gibt es von mir die Anregung, selbst zu bauen. Ja, was dabei wichtig ist, da schauen wir gleich drauf. Ihr seht, ich habe ein Rad aus 10 hier vorliegen. Und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es einfach nur ein Rad aus 8. Na, zum Anfang. Na, wir können auch einfach eine Kriegsbase machen sofort. Dann haben wir keine Hindernisse im Weg, um die wir eventuell rumbauen müssen. So, was ist bei der Geschichte wichtig? Ganz klar, was brauchen wir? Wir brauchen, oder gegen was verteidigen wir? Das ist ja im Endeffekt dann immer das Wichtigste. Wenn wir ein Rathaus 8 zugrunde legen, welche Taktiken gibt es? Ich denke mal, die am meisten betrachtete ist schlicht und ergreifend der Drachenangriff als Drachen mit Loons und Beben und Blitz oder als Drachen mit Wut. Dann gibt es natürlich beim Rathaus 8 die Möglichkeit, dass ein Gohok gespielt wird gegen euch. Und, das wollen wir nicht vergessen, bei Rathaus 8 eher selten, na, Angriffe mit Walküren oder vielleicht sogar Geweeper. Na, gucken wir aber in aller Ruhe. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen zu viel hier an Sachen in meinem Inventar. Wir benutzen nur das, was auch tatsächlich bei einem Rathaus 8 vonnöten ist. Wichtigste immer, die Clanburg gehört relativ in die Mitte von der Base. Denn es soll ja nicht Hi Hans, schön, dass du on bist. Es soll ja eben nicht so leicht sein, eure Clanburg zu locken. Um das schwer zu machen, markieren wir einfach mal die Range mit den Minenwerfern, damit wir wissen, wie weit auf jeden Fall die Clanburg reicht und gelockt werden kann.
Also zwischendurch mal ein bisschen was spenden. Läuft Clankrieg. Da ist das gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen was an Truppen dann auch mitgeben kann. So. Na, das ist also die Range. So weit müssen die Verteidigungsbauten sich ausdehnen, damit der Gegner nicht einfach nur einen Hock schicken kann oder nur einen Riesen schicken kann, um die Clanburg zu locken. Wichtigste Angriffsart, finde ich, bei Rathaus 8 sind die Drachen. Was haben wir an Verteidigung gegen die Drachen? Na, wir haben natürlich die Luftabwehren und den Feger. Das Wichtige gegen diese oder um das zu unterstützen, dass die Drachen möglichst lange davon weg sind. Hi Jakob, hi Tia, hi großes Feuer, alle im Chat, nett von euch, dass ihr reinschaut. Wir haben letztendlich sechs Lager, wenn es um Elixier und Gold geht. Wir haben ein dunkles Lager, wir haben das Rathaus bei Rathaus 8. Das sind Gebäude mit sehr hohem Hitpoints. Und die könnt ihr benutzen und die sollt ihr auch benutzen, um eure Luftabwehren zu schützen. Ja, dass die Drachen möglichst lange an diesen dicken Gebäuden festhängen und möglichst lange beschossen werden können. Von daher geht es darum, wie kriegen wir das gebaut, dass das alles passt. Ja, Jakob, für Rathaus 8 im Moment. Ja, ich habe ein bisschen mehr, aber wie gesagt, wir benutzen nur das, was ein Rathaus 8 auch hat. Also zum Beispiel die 75 Mauern hier werden nicht benutzt, dann habe ich genau 200 zusammen, die so ein Rathaus 8 meines Wissens auch hat. So, also, wir haben einen Feger. Wo sollte der Feger stehen? Niemals außen an der Base, sondern auch möglichst zentral. Warum? Ganz einfach. Je weiter er von den Rändern weg ist, umso länger brauchen Drachen, um aus seinem Rücken dorthin zu fliegen. Ja. Denn das ist ja der Punkt bei der Sache. Drachen fliegen von hinter dem Feger, um eben nicht von ihm gestört zu werden. Fliegen sie gegen ihn, kann das ganz schnell auch mal in die Hose gehen. So, dann haben wir drei Luftabwehren. Die stellen wir möglichst in die Reichweite vom Feger, zumindest ein Gutteil. Die dritte stelle ich mal ein klein bisschen außerhalb. So, dann können wir anfangen mit den Mauern. Jetzt haben wir Original. So. Ich glaube, ihr hört mich jetzt hoffentlich wieder. Und ihr seht mich auch wieder. Kleines Problem mit dem Internet. Das ist nicht ganz so stabil, wie man sich das wünscht. Aber machen wir einfach weiter. Die war's. So. Da sind wir wieder online. Jetzt habe ich auch den Chat daneben liegen, das ist doch wunderbar. So, also. Grundriss der Base ist schon mal da. Suchen wir die schönen Mauern. Original Rathaus 7. Und fassen als allererstes mal das Segment mit Luftfeger und der Clanburg ein. So. Dann haben wir
die beiden Luftabwehren da stehen. Die dritte versetzt dahinter. Da weiß ich noch nicht so genau, ob ich die da belasse. Ja, direkt an der am Feger oder ob ich die vielleicht hier ein bisschen rübersetze. Auf jeden Fall darf das Ganze relativ luftig stehen. Es soll ja auch nicht ein Beben ausreichen, um zwei Luftabwehren zu erreichen. Ja, da darf man also auch so ein bisschen drauf achten. Ja, die Luftabwehr sollte nebenher auch nicht direkt neben dem Feger stehen, damit man nicht mit einem Blitz und Beben beide wegmachen kann. Also immer so ein bisschen auf Abstand lassen, das Ganze. So, Mauern sind bei Drachen natürlich nicht so wichtig. Aber für die restlichen Truppen sind solche Sachen schon ein Hindernis, gerade Walküren oder Packers. Darf man ja nicht außer Acht lassen. Also bauen wir ein bisschen was an Mauern auf. So. Damit Segmente mit einer Luftabwehr nicht so leicht zu schlagen sind, gibt es da erstmal eine Kanone dazu. Und auch hier gibt es die Kanone mit dabei. Wenn ihr Anregungen habt, ruhig zwischendurch mal in den Chat schreiben. Wenn ich schlecht zu verstehen bin oder sonst irgendwas. So. Die Mauern sind jetzt ein klein bisschen größer, aber das macht ja nichts. Luftabwehr noch ein Stück nach außen, kommen wir später drauf, warum. Ja, und dann haben wir hier noch eine Kanone, noch eine Luftabwehr. Alles wunderbar. Mauer gesucht. Und auch das Segment eingerahmt. Sieht ganz nett aus. Ja, das kann auch passieren. Jakob durchschaut mich. warum setze ich da überall Kanonen rein? Ganz einfach. Die machen schönen Wumms. Die machen schönen Schaden gegen Bodentruppen. Wenn also irgendwer einen zweigeteilten Angriff sogar macht mit Bodentruppen und Drachen, sind auch so die Luftabwehren gegen die Bodentruppen relativ geschützt. Ja, wird nie hundertprozentig sein, aber das juckt nicht. Dann hatten wir gesagt, was brauchen wir, damit die Gegner nicht so leicht an die Dinger rankommen? Wir brauchen rund um die Luftabwehren Gebäude mit hohem Schaden. Also hohen Trefferpunkten, damit das Ganze nicht so einfach angeflogen werden kann. Das ist das Nonplusultra. Drachen müssen lange vor diesen Gebäuden stehen bleiben. So. Und von ihnen beschossen werden. Das passt ganz gut. Na, jetzt haben wir noch das dunkle Lager. Hier kommt doch alles, liebes Feuerchen. Jetzt haben wir noch das dunkle Lager über. Und wir haben noch unser größtes Lager über, das Rathaus. Auch das so platziert, dass Drachen, die von Luftabwehr zu Luftabwehr fliegen wollen, da nicht ganz so einfach durchkommen. Wie gesagt, Minenwerfer ist alles bis jetzt nur Beiwerk.
Da kümmern wir uns später drum. Vielleicht bleiben sie da stehen, vielleicht rücken sie noch weiter nach außen. Finde ich, ist die unnötigste Def, die das Spiel zu bieten hat. Und von daher ganz gut, um einfach nach außen hin Schutz zu gewähren, dass da eben keine Schweine mit, ne, nur einer Truppe reinkommen und die Luft ab, die Clanburg locken können. Ja, immer wieder den Kreis von der Clanburg gucken, wie weit sind wir da gedeckt. So. Dann haben wir jetzt noch zwei Kanonen über und fünf Bogenschützentürme und drei Magiertürme und drei Teslas. Dann sollten wir alles an Def, was ein Rathaus 8 hat, verbaut haben. Ja. Da ist noch so eine schöne kleine Lücke. Passt ganz gut. Den Minenwerfer rutschen wir mal ein bisschen raus. Dann haben wir da nämlich auch noch Platz. Ich denke mal für eine zusätzliche Kanone. So. Dann. Naja, die drei Magiertürme. Was macht man mit denen? Letztendlich, wenn sie nicht in der Reichweite einer Luftabwehr stehen und Ich habe Werbung gemacht. Ein schöner drehender Kreis. Ein schöner drehender Kreis. Offline. Leute, weil die eben auch zwischendurch reinschauen. Und die, denen das auf den Keks geht, dass er die ganze Zeit wieder abkackt, die können sich den ja im Nachhinein angucken, weil das wird als ein Stream zusammengefasst, weil das sieht man allein schon am Chat, dass die Nachrichten So, bleiben. da sind wir. Wieder online und ich hoffe, diesmal hält das Ganze auch ein bisschen. So. Ja, wir waren stehen geblieben bei den Magiertürmen. Ja, nicht ganz zusammengepackt. Bisschen Platz lassen dazwischen. Es darf ja so aussehen, als ob da Doppelbomben liegen. Und genau das ist eben auch die Absicht, anzuzeigen, dass da etwas sein kann. Dann packen wir da den König noch mit dazu. Der ist ganz nett. Macht ja auch ganz gut Schaden. Und dann passt das auch. Müssen wir mal gucken, dass wir die Ecke auch einrahmen. Mit hübschen Mauern. So. Ja, dann machen wir eine kleine Ecke da rein, wo einfach nichts drin ist. Also keine Verteidigungsgebäude. Das sorgt dafür, dass Schweine hübsche Umwege laufen müssen. So. Und dann haben wir hier noch wunderschöne Tesla. Drei Stück hat so ein Rathaus 8.
Die platziere ich auch noch nett und freundlich, zumindest zu zweit, in den Magiertürmen. Und eine Riesenbombe legen wir auch noch dazu. Die anderen beiden dahin, wo auf jeden Fall Schweine langlaufen, zwischen zwei Verteidigungsanlagen. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir da jetzt keine Verteidigung stellen, die sie ablenken kann. So. Also haben wir da wo ist der zweite Bohrer? Den haben wir auch noch. So, dann haben wir jetzt noch eine Kanone übrig und ein bisschen was an Bogenschützen. Nämlich deren drei. Nochmal eben prüfen. Eins, zwei. Drei, so wäre es prima. Aber hier oben ist das noch ein bisschen eng, ein bisschen dünn. Das passt, da brauchen wir keine zwei. Kommt die Kanone hier hin. So. Hi Melonen LP. Leider kämpfe ich gerade ein bisschen mit dem Internet. Irgendwas ist da mit dem Router nicht so ganz in Ordnung, so wie es aussieht. Aber ich hoffe, ihr habt da ein klein wenig Geduld. Insgesamt wird es auf jeden Fall funktionieren. Jo. So. Wenn wir jetzt prüfen, haben wir da leider immer noch eine Ecke, die nicht so richtig geschützt ist, nämlich da. So. So passt das, glaube ich, jetzt ganz gut. Es gibt keinen Weg, um direkt ohne mehrere Truppen zu opfern, die Clanburg zu locken. Ja, Verteidigungen stehen also. Jetzt haben wir noch 87 Mauern über. Wie verteilt man die am besten? Man kann natürlich gucken, dass man so viel wie möglich von der gebauten Dev noch umschließen kann. Nee, das war zu viel. Ja, das ist wieder abgebrochen. Hä? Ja, das sind wir. Das ist wieder abgebrochen. So.
So, haben wir noch 41 Mauern über. Und noch 21. Das dürfte auch noch gehen. So, die letzten vier. Links mit einem Loon? Glaube ich nicht. Die Luftabwehr dürfte den runterholen. Da können wir ja auch noch ein bisschen nachjustieren. Glaube ich, dass das ein bisschen enger gedeckt ist. So, vier Mäuerchen haben wir noch, die können wir ganz genüsslich hier einfach als Ecke setzen und dann geht das alles relativ gut. So, jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir das Ganze gut abgedeckt kriegen. So, und das also da, wo entsprechende Leerräume sind, noch ein bisschen was Schönes zu stehen kommt. Das Ganze auch so ruhig so ein bisschen mit Abstand machen, dass eben keine zu leichten Wege da sind für beispielsweise Walküren. Wenn die direkt zwei Gebäude nebeneinander haben, ist das natürlich immer gefundenes Fressen. Wenn da immer so ein bisschen Lücke ist, ist das deutlich angenehmer letztendlich. Denn dann müssen sie einzelne Gebäude auch wegmachen. So. Der muss da bleiben. So, was haben wir jetzt noch übrig? Wir haben noch die vier normalen Kasernen. Wir haben noch die vier großen Armeelager. Sollten alle so gebaut werden, dass sie auch irgendwo geschützt sind. Ja, klar, das Zeug kann jetzt nicht so gebaut werden, dass da keiner was von wegholen kann, aber man kann ja zumindest zusehen, dass selbst wenn da ein paar Boogies kommen, zumindest ein Tausch da ist, dass also die angreifenden Truppen auch getötet werden, wenn sie da an das Ding ran wollen. Ah ja, stimmt. Wir haben ja noch eine Verteidigung. Wir haben noch den wunderhübschen Bombenturm. Bei einem Rathaus 8. Den stellen wir einfach mal in die Richtung von den Doppelbomben. Und alles ist gut. Dann haben wir auch den gut untergebracht. So, die Kanone, die über ist, kommt damit dran, dass also auch da das Durchkommen nicht mehr ganz so einfach ist.
So, dann können wir den Minenwerfer ein bisschen rüberschubsen. Und haben wieder Platz für ein weiteres Gebäude, was da schön zwischenpasst. So. Eins, zwei, drei. Dann haben wir auch die Kasernen untergebracht. Bleiben nur noch Ressourcengebäude. So. Ja, leider Gottes. Ist nicht ganz ideal mit der Qualität vom Internet. Aber das macht ja nichts. Wem die Pausen zu lang sind, der guckt sich das Ganze hinterher an. Das wird ja automatisch zusammengeschnitten. Das ist der Riesenvorteil bei dieser Technik. So. Da waren wir. Bombenturm ist eingebaut. Und wir verteilen die Ressourcengebäude gemütlich rund um die Base. Wie gesagt, möglichst so, dass alles irgendwo von der Dev auch geschützt wird. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viele baue. Ein Labor haben wir auch noch. Ist mir durchaus bewusst. Gibt ja auch wen, der mich da stetig dran erinnert. So. Nee, ich habe Laufzeit noch. Außerdem werde ich jetzt mit Sicherheit nicht im Livestream meinen Internetanbieter hier diskutieren. Das ist zu klein, der Bogenschützenturm hat doch eine gute Reichweite. So. Da haben wir dann letztendlich auch alles brauchbar untergebracht. Das Labor vergessen wir nicht, vor die Kanone. So, also, wie haben wir die Gebäude verteilt? Wir haben die Clanburg, die nicht ganz einfach zu locken ist. Es ist ein Rathaus 8. Ja, da kann man das Ganze nicht hundertprozentig sicher bauen. Ja, mit 3 Hogs oder mit 3 Loons wird man auf jeden Fall an die Clanburg rankommen. Ja, dann haben wir die Luftabwehr verteilt. Ja, auf eine Seite der Base oder so übers Eck. Ja, dass auf der anderen Seite die Magiertürme frei sind. Ah ja. Was haben wir noch vergessen? Wir haben hier noch so einen Tesla rumfliegen. Den kann man gemütlich als Troll-Tesla in die Ecke stellen. Wenn also die ganze Base runter ist, steht der da noch einsam rum. Und zum Beispiel Schweine müssen nochmal eine schöne Extra-Tour drehen. Ansonsten kann man den natürlich auch, ja, beispielsweise noch hier mit reinsetzen oder hier mit reinsetzen, ja, dass er mit den Magiertürmen nochmal den Flächenschaden verstärkt. Normale Zauber, oh, die haben wir noch. Gut. Wird Platz für gemacht. Alles fein. Hab noch einen besseren Platz für. So, da haben wir auch die drin, die Zauberfabrik. Danke, Jakob.
So, wie gesagt, Tesla in die Ecke oder noch dahin, wo Platz ist in der Base. Ne? Idealerweise wirken sie mit den Magiertürmen zusammen. Das ist eine schöne Schadenskombi, die auch Valkyren umhaut. Ne? Wenn da so viel Schaden auf sie einprasselt, die Tesla machen ja sehr hohen Schaden. Der Magierturm greift alles an, hat auch einen recht hohen Schaden. Das macht durchaus Sinn. Die Luftabwehren sind geschützt durch die umliegenden Lager. Auch der Weg von dieser zu dieser ist durch zwei starke Gebäude geschützt, durch das Rathaus und die Clanburg. Wer an den Luftfeger möchte, muss erstmal einen sehr weiten Weg in die Base reinfliegen. Ja, wenn er von hinten kommen möchte, wer leichter an Luftabwehren rankommen möchte, fliegt von vorne gegen den Luftfeger. Ist ja auch nicht ganz ideal. Ja, die Fallen kommen noch. Ja, die großen Fallen habe ich schon gesetzt. Da, wo sie sich wirklich anbieten. Ne? Eine zwischen die Magiertürme, eine Doppelriesenbombe auf dem Weg zum Bombenturm. Und jetzt kommen die kleinen Fallen. Ne? Die Sprungfallen sollten auf jeden Fall im direkten Weg von Verteidigung zu Verteidigung liegen. Ja, da, wo also beispielsweise Schweinereiter auf jeden Fall durchlaufen. So. Dann wird das schon knapp mit der Auswahl. Wo laufen sie denn auf jeden Fall auch durch? Zum Beispiel da. Und mit Sicherheit auch Richtung Feger. So, damit haben wir die verteilt. Dann überlegen wir uns, wer mit Boden angreift. Greift bei einem Rathaus 8 in der Regel in Richtung des Königs an. Also schützen wir die Mauern mit den kleinen Bomben. Da, wo man mit Mauerbrechern ansetzen kann. So, bei den kleinen Bomben, ganz wichtig, setzt sie immer einen Platz vor die Mauer, damit der Mauerbrecher vorbeilaufen kann, aber immer noch in der Range der Bombe steht, wenn er an der Mauer wartet. Ja, der ist nämlich zu schnell für die Bombe, sonst explodiert die ins Nix. Ja, oder vielmehr, der Mauerbrecher ist schon explodiert, wenn die kleine Bombe hochgeht. So wird sie aktiviert, er läuft weiter bis zur Mauer, hockt sich dahin und wird von der Bombe dann, wenn sie explodiert, auch noch umgehauen. So, die haben wir auch. Und dann kommen noch die schönen Skelettfallen. Die machen natürlich richtig Spaß, da wo ohnehin richtig viel Schaden ist. Na, aber sie sollten natürlich dann nicht direkt an den Magiertürmen stehen oder direkt an den Riesenbomben. Da wird höchstwahrscheinlich geheilt. Also gucken wir, dass wir sie in Ecken unterbringen, wo wahrscheinlich eher nicht geheilt wird. Und natürlich im Falle eines Rathaus 8. Stellen wir diese Fallen auf Boden ein. Ja, denn so viele Angriffe mit Loons gibt es nicht. Ja, klar, man kann Only Loons farmen bei Rathaus 8. Clankriegangriffe Only Loons sind eher selten. Ja, und nur gegen die wären sie ja sinnvoll. So, dann gucken wir mal ganz kurz in den Clankrieg. Ich hoffe, ihr vergesst den nicht. Ja. Ich bin nicht dabei, ich darf streamen.
Ihr solltet aber eure Angriffe machen. Der Gegner ist bis jetzt vorne, aber nach 5 Angriffen ist das, glaube ich, noch nicht ganz so tragisch. So, raus da. Und weiter geht's. An unserer Bastelbase. So, da sind wir wieder. So, was hatten wir gesagt? Genau. Beim Rathaus 8, Skelettfallen auf Boden gegen die Hawks wesentlich sinnvoller, denn Gohawk ist relativ häufig. Reiner Loons-Angriff eher selten und Drachen kümmern die Skelette eigentlich gar nicht. Die pusten einmal hin, sind die sofort weg. So, was haben wir noch? Wir haben noch, wenn ich richtig informiert bin, 4 rote und 2 schwarze Luftminen. Die schwarzen sollte man nach Möglichkeit an der LA platzieren, die nicht geblitzt wird. Jetzt ist die Frage, welche wird geblitzt? Ich würde denken, diese hier hinten in der Ecke wird geblitzt. Oder wenn ich aus der anderen Richtung komme, also wenn ich von hier reinfliege oder von hier, wird diese hier geblitzt. Also, wenn ich so oder so, ne, von unten links oder von oben links fliege, wird auf jeden Fall nach meinem Plan die ganz linke Luftabwehr geblitzt. Also lege ich an die anderen beiden jeweils die schwarze Luftmine. Die nimmt ja schon mal einen guten Teil vom Drachen direkt weg. Nach Möglichkeit so platzieren, dass erst die Luftmine hochgeht und dann der Drachen ankommt an die Luftabwehr. Also auch hier so ein bisschen nach außen versetzt. Die roten Minen machen weniger Schaden, dafür aber auf mehrere Ziele. Von daher sollte man die nach Möglichkeit da setzen, wo Loons in die Base rein sollen, um eine Luftabwehr aus dem Spiel zu nehmen. Da kann man jetzt auch wieder philosophieren. Am schwierigsten kommen Loons, denke ich, an diese Luftabwehr heran. So, und damit legen wir den Flächenschaden gemütlich dorthin, wo die Dunes zur LA starten. Und genau dasselbe an dieser Stelle. Es geht ja über den Magier, über den Bogenschützenturm definitiv rein in die Base. So, dann haben wir alles verteilt. Ich mach mal, nee, nicht die Speeransicht, den Fotomodus. Ja, denke, diese Base wäre nicht ganz schlecht. Klar, man muss jede Base, man kann sie nicht einfach bauen und sagen, die ist top. Man muss sie ausprobieren, idealerweise durch Herausforderungskämpfe. Bis Rathaus 8 geht das ja auch sofort nach dem Basebau. Ab Rathaus 9 muss man dann immer einen Tag warten. Ja, nicht ganz so schick, aber trotzdem auch möglich. So, also Rathaus 8, ja, gegen die Hawks die Sprungfallen zwischen die Verteidigung, sodass also die direkten Wege der Schweine abgedeckt sind. Ich glaube, die
Falle müsste sogar noch nach da. So, ja, in den Weg, den die Hawks auf jeden Fall rennen werden. Doppelbomben zu den Magiertürmen, zum Bombenturm, ja, da wo man sie erwarten kann. Teslas sind im Doppelpack oder im Dreierpack immer gut. Ich stelle sie sehr gerne zwischen oder in die Nähe von den Magiertürmen, weil die Kombi aus Magierturm und Teslas richtig Kraft hat und letztendlich fast wie eine vierte Luftabwehr dann in der Base wirkt, wenn Drachen ankommen. Feger sollte relativ mittig stehen, dass er also nicht so einfach angeflogen wird. Die Luftabwehren geschützt durch Gebäude mit hohen Hitpoints und die Luftfallen vor die LAs, die schwarzen, auf die Wege zu den LAs außen, da wo Loons starten, die roten, das macht es schon ganz gut. Die kleinen Bomben einen Platz vor die Mauern gesetzt, damit sie dann explodieren, wenn der Bombenleger, der Mauerbrecher an der Wand hockt und sich nicht mehr bewegt. Ansonsten explodieren sie ins Leere. Soweit zum Rathaus 8. Wer es nachbauen möchte, definitiv gerne. Nochmal der Fotomodus, könnt ihr euch ja ablichten, das Ding, und vielleicht mal nachbauen, testen. Ein bisschen umgestalten geht immer. Na, man kann die Fallen ein bisschen anders platzieren, man kann die Gebäude ein bisschen umbauen, ne? Wie sie so verteilt sind in der Base, aber vom Grundprinzip ist das das, worauf wir achten müssen. Ja, der König steht auch relativ weit mittig, dass er also nicht ganz so einfach aus dem Spiel zu nehmen ist. Von daher, soweit zum Rathaus 8. Und jetzt können wir dasselbe Spielchen das Rathaus 10 auch mal durchexerzieren. Da ist es natürlich ein bisschen vielfältiger. Wir haben selten Drachenangriffe, wir haben sehr häufig Lavalun, wir haben Bola und Hexen, wir haben Queen Walk, den wir verhindern wollen. Da gibt es also eine ganze Menge an taktischen Optionen. Schweine in Kombinationen auch, wenn ein Kill Squad vorher Inferno-Türme aus dem Spiel nimmt. Da kann man also eine ganze Menge mehr Taktiken spielen. Von daher ist es da auch ein bisschen schwieriger, eine passende Base zu bauen. Was in jedem Fall auch hier so bleibt. Es wird immer die Clanburg in die Mitte gesetzt, denn auch die sollte beim Rathaus 10 nicht gelockt werden können. Ja, wir haben natürlich ein paar Gebäude mehr, von daher ich dachte mal, ich schalte mal lieber, wenn der Stream offline geht und es nicht gesagt wurde. Ja. So, weiter geht's. Streamqualität hervorragend, sehr schön. Ihr seht's ja. So, leider nicht durchgängig. So, ab in die Ecke mit dir. Auch hier, wie gesagt, Clanburg mittig. Auch hier haben wir wieder die Minenwerfer großzügig außenrum platziert, um die Reichweite der Clanburg anzuzeigen. Sogar noch ein Eckchen weiter raus. So ein Rathaus 10 hat ja dann doch ein paar Gebäude mehr, die wir unterbringen müssen. Deshalb können wir da
den Rahmen ein bisschen großzügiger stecken. Ganz wichtig hier gegen Lavaloon, die Magiertürme dürfen nicht in Reichweite der Luftabwehren stehen. Ansonsten nehmen Hunde, die auf die Luftabwehren gehen, die Magiertürme aus dem Spiel. Loons können von hinten an die Magier ran, ohne dass die sich wehren, weil die schön gemütlich auf den Hund einhacken. Ja, und gerade die Magiertürme sind eben das, was so ein Lavalunien wirklich verhindert. Von daher, eine Seite Luftabwehren, andere Seite Magiertürme, ist eine ganz gute Aufteilung. Die Luftabwehren braucht man hier nicht so riesig schützen. Die Lager kann man also da durchaus auch ein bisschen anderweitig platzieren, denn sehr viele Drachenangriffe gibt es nicht und es gibt einfach zu viel Def, die richtig Schaden anrichtet an Lufttruppen, als dass man, selbst wenn mal eine ganze Reihe von Luftabwehren aus dem Spiel genommen werden durch eine Queen Walk oder ähnliches, da sofort verloren hat. Ja. Was sich sehr gut anbietet, ist an der Clanburg wieder das Rathaus. Ach, das hat sich da versteckt. Nun komm schon. Mach dich weg. Komm nicht dran. So, jetzt aber. Clanburg Rathaus. Zwei schöne, dicke Gebäude. Schön mittig. Was macht auch Sinn? Gibt da so eine schöne Bogenschützenkönigin. Die sollte jetzt nicht gerade außen an der Base sein zu finden, also weil die das vornehmliche Ziel für gegnerische Skillsquads ist, darf die also auch gerne gemütlich zentral in die Base. So, mit welchen Mauern fangen wir an? Ganz egal, sollten alles Max sein, kommt noch. Irgendwann. So. Haben wir also das erste Segment schon mal fertig. Dann sollte auch ganz genüssig, ganz wichtig, dieses Segment hat keine Verteidigungsanlagen. Also wenn da verteidigungssuchende Truppen hinwollen, da passiert nichts. Die laufen da drum rum. Juckt die alle nicht. So, dann haben wir diese schönen Infernos. Die meisten setzen sie vollständig auf Multi, damit eben gerade Lavaloon wieder die Masse an Loons angegriffen wird und nicht nur einer. Ja, muss man eben schauen, je nachdem wie die Angriffe auf die Base kommen, wenn dann eher Angriffe mit starken Truppen kommen, also mit Golems, mit unter Umständen vielleicht Packers, vielleicht doch mit Drachen, kann man durchaus auch mal was umstellen und die werden mit zwei Feldern Abstand umringt. Da soll also so schnell keiner rankommen. Ja, da kommt also dann auch ein Bowler nicht dran, ohne durch die Mauer zu gehen. Das sollte sichergestellt werden. So, dann haben wir drei kleine X-Bögen. Sind bei mir ein bisschen klein noch. Die Inferno-Türme sind ja auch noch klein. Ja, ich hatte vorher ein Rathaus 9,5 oder sogar 8,5.
Das wird jetzt gerade aufgeholt, denn die Zeiten sind ja bekanntlich vorbei. So, da haben wir zwei X-Bögen schön platziert. Schützen das Rathaus, schützen die Inferno-Türme. Die gehen natürlich immer auf Luft. Und damit auch die gegen alles, was aus der Luft kommt, mithelfen. Auf Boden, klar, machen sie eine Menge Schaden auf einem sehr großen Radius, aber alles, was aus der Luft kommt, fliegt einfach durch. Da könnte genauso gut dann ein Sammler stehen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Den dritten X-Bogen setzen wir mal gemütlich vor die Queen. Ja, dann ist das auch gar nicht so übel. So. Dann haben wir hier schönen Platz. Für einen Luftwege. Und wenn es richtig gesetzt ist, auch für den zweiten. Und wir bauen das nächste Karree. Auch da sehe ich zu, dass man auch den X-Bogen jetzt nicht so ohne weiteres von außen erreichen kann. Das war ein bisschen viel. Auch so. Das sieht ganz brauchbar aus. Was sich dann auch ganz gut bewährt hat. So, was da immer ganz gut reinpasst, ist eine Riesenbombe im Weg von Dev zu Dev. Das also auch, ne, zu dem Schaden, den der Inferno macht, noch ein bisschen was dazukommt. Ja, gerade wenn da Bola reinlaufen oder ähnliches, ist so eine Riesenbombe durchaus schon in der Lage, da ein bisschen was wegzunehmen. So. Jetzt kommt dann das Spiel mit den Luftabwehren. Auf die Seite der Base, wo die Bogenschützenkönigin ist. Setze ich die Luftabwehren so ein bisschen versetzt zueinander. So. Und ein bisschen nach außen.
Auch da wieder nach Möglichkeit so, dass nicht ein Beben beide Luftabwehren vom Himmel nehmen, vom Boden nehmen kann. Auch das sollte man immer im Auge behalten. Wäre natürlich schade, wenn man dem Gegner es so einfach oder zu einfach macht, die eigenen Verteidigungen zu erwischen. So. Vor die Queen, nach außen gelagert, macht der König oftmals Spaß und Sinn. Dann können wir das nächste Eck einfassen. Oder nur eine. Sieht fast so aus. Jo. Nehmen wir noch diese. Dann sieht das schon ganz brauchbar aus. So. Ganz nettes Karree. Luftabwehren sind platziert. So, wir haben noch so ein bisschen was anderes. Wir haben noch Türme, die wir verteilen können. Genauso hier. Schön. Nicht alles auf einmal. Ja, können wir über alles reden? Können wir mit Sicherheit auch nochmal machen. Aber alles jetzt in einem Stream ist dann vielleicht ein bisschen viel, gerade wenn das Internet so rumspackt, wie das aktuell der Fall ist. So, das haben wir. Dann haben wir schöne Teslas dazu. Das macht das sehr schadensträchtig. Mit Sicherheit ein bisschen unangenehm, wenn wir da dann auch noch Riesenbomben mit zwischenlegen. Aufgrund der Tesla müssen wir jetzt natürlich relativ genau bauen. Sonst haben wir da sollte man auch immer drauf achten, eine dicke, fette Lücke in der Base. Das wollen wir ja nicht haben. So, und Matze, Prinzip Rathaus 9 ist nicht viel anders als Rathaus 10. Kannst du letztendlich genauso anwenden. So, da unten sind wir schon mal fein raus. Das passt ganz gut. Da ist das Locken ziemlich unmöglich.
Jetzt können wir da oben noch ein bisschen nachbauen. Bei den freistehenden Luftabwehren. Wieder mit Kanonen absichern. Da haben wir ja genug von. Setzen wir da noch jeweils einen Bogenschützenturm dazu. Das kann man natürlich fies sein. Die Kanonen ein bisschen rausrücken. Dann sieht auch das wieder aus, als könnte da eine Doppelriesenbombe liegen. Ja. Wenn man dem Gegner da viel Auswahl lässt, wo er so nette Verteidigungen finden kann, dann ist das für den immer deutlich schwieriger, tatsächlich das zu erraten, was die Base für ihn wirklich in petto hat. So. Auch da alles prima. So, was haben wir noch an Dev? Eine Kanone, eine Doppelkanone, 5 Bogenschützentürme. Und ich glaube, ja, bis auf die Fallen war es das dann auch schon. Dieses vorgeschlagene Video trägt das nicht. Er ist so dumm. So, da sind wir dann auch schon wieder zurück. Die nächste kleine Unterbrechung. Dank des lieben Internets, aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das kriegen wir auch zu Ende. So. Zwei Kanonen. Die würden sich ja definitiv hier und das ist aber eine komische Kanone. Und hier ganz gut machen. So, dann ist auch auf der Seite alles dicht. Ein Bogenschützenturm. Bringen wir schön dahin. Das passt. Was ist, wenn die Klammburg darüber wandert? Dann passt sogar noch ein Tacken gleichmäßiger, noch ein Tacken besser. So. Die gefallen mir da. Und jetzt haben wir noch einen übrig. Das reicht auch. So. Da machen wir zu.
und legen jeweils. Sehr egal. Solche schönen Geschichten hin. Die Dev bleibt jetzt mehr oder weniger ungedeckt stehen. Besser bitte morgen zum Testen? Naja, besser? Die Base möchtest du morgen testen? Die kann ich, denke ich mal, auch stehen lassen, da hast du recht. So. Ja, die Rathaus 8 kann ich nicht stehen lassen. Die muss einer von euch dann nachbauen. Ja, das ist ja kein Problem. So. Nochmal testen. Wenn irgendwer noch was zum Locken sieht. Sollte ich ein bisschen rausziehen. Und dann ist das Ding auch sicher. Die können wir nach hinten ziehen. Und dann klatschen wir da. Schöne, schwere Verteidigungsgebäude vor, die eben auch wieder lange, lange aufhalten. Genau das ist das, was erreicht werden soll. Wer findet meine zweite dunkle Kaserne. Ein lustiges Suchspiel. Ach, da ist er. Da hatte ich wohl zweimal die dunkle Kaserne auf dasselbe Neuneck gesetzt. So. Das haben wir. Okay, interessant. Das. Das. Jo. Dann können wir schon mal Fallen verteilen. Wo laufen die netten Schweinchen im Zweifelsfall lang? Jetzt haben wir noch eine über. Wir müssen wieder raten. Rechts oder links rum. So. Und wir können wieder
Verteidigungsanlage. Das sind keine Verteidigung. Armeelager verteilen und andere Trash-Gebäude, die ja einfach nur aufhalten sollen. So, da sind wir wieder. Ich habe gar nicht mitgezählt, ihr vielleicht. Wie vielte Unterbrechung war es? So, mal eben gucken, was so an Spenden notwendig sein kann. Das war's schon. Und weiter geht's. Okay. So, wir müssen immer noch Trash verteilen. Mehr ist ja nicht geblieben. Außer so ein paar Fallen. So. Das passt. Da unten sind wir eh schon fast fertig. Nur noch so ein bisschen Kleinscheiß hinsetzen. Hier war der Platz fürs Labor. Da hat einer mitgezählt. Unfair. Nachgezählt, noch schlimmer. So. Und eins. Zwei. Drei. Eins. So, müssen wir das weiter lassen. So, so. So. Noch drei Bauhütten verteilen und wir sind soweit fast durch. Dürften sich da ganz gut machen. Und da. Jo. Und die letzte. Klatschen wir da rein, dass da auch diese kleine Lücke zu ist. Der Bogi ist sowieso nicht verteidigbar, aber dafür ist der ja da. Sehr schön. So, Gebäude haben wir alle gemütlich verteilt. Kommen wir wieder zu den Fallen. Ja, primäres Ziel mit einem Kill Squad Queen. Relativ weit in der Mitte. Ziemlich schwierig zu erreichen, denke ich. Wo würden Mauerbrecher angreifen? Ich denke nicht auf eine Queen. Ich denke, sie würden versuchen, seitlich in die Base reinzugehen und
vielleicht direkt einen Inferno wegzunehmen. So. Denke ich mal, dass das kein ganz falscher Gedanke sein wird. Irgendwie so wird es meistens kommen. Luft fallen. Die übliche Geschichte. Damit Luft abwehren. Möglichst schnell mit Hunden fertig werden. Lava-Hunden. Kriegen die eine Luftmine zugeteilt. Ne, eine schwarze. Die macht ja relativ viel Schaden an einem einzelnen Ziel. Und der Flächenschaden von den roten Luftminen geht auch gemütlich dahin, wo man mit Hund und Loons startet, dann ist die Mine auf dem Hund und das bringt überhaupt nichts. Also müssen wir die da platzieren, wo der Hund hoffentlich nicht mehr hinkommt, nämlich in die Übergänge der Base zu dem Teil, wo keine Luftabwehren mehr stehen. So, jetzt haben wir von jeder Sorte noch eine übrig. Wir haben noch so eine schöne Geschichte wie einen Queen Walk. Und wir haben noch so eine schöne Geschichte wie die doofen Hexen. Ja, die auch ganz gerne mal um so eine Base rumlaufen. Da sind natürlich die kleinen Bomben schon ganz nett. Wenn wir da noch eine große Bombe haben, außen in der Base, ist das noch besser. Genauso, wenn ein Queen Walk kommt, dann wird er wahrscheinlich hier außen rumgehen. Na, irgendwo möglichst viele Luftabwehren rausnehmen. Das ist ja dann das Ziel eines Queen Walks vor einem Lavaloon zum Beispiel. Also eine suchende Luftmine richtig schön außen platzieren, dass die einen Heiler wegnimmt. Eine Luftmine, ein Heiler, ist ja ein sehr guter Tausch. Die übrigen Heiler kann man natürlich dann auch direkt ein bisschen mitschädigen, indem man da noch die übrig gebliebene fünfte rote Mine hin platziert. Und jetzt haben wir die große Frage. Skelettfallen. Setzen wir die auf Luft oder auf Boden beim Rathaus 9 oder 10? Beim Rathaus 9 definitiv noch auf Boden. Da ist Gohok ja die Taktik letztendlich schlechthin. Eine der erfolgreichsten. Beim Rathaus 10 sind Schweine jetzt nicht mehr ganz so in. Die Inferno-Türme sind da einfach zu starke Gegner für die Schweine. So, und schon sind wir wieder da. Spiel lädt. Mal eben schauen, da sind Anfragen, bisschen Dev. Was ist denn hier Dev-fähig? Da, das, das, der Rest nicht.
Beil. Noch. Dann kann es weiter. Juhu. So. Schwupp. Da haben wir noch die schönen Skelettfallen. Also wie gesagt, Hawks sind bei Rathaus-Szenen nicht so angesagt, weil es einfach zu schwierig mit ihnen ist. Also macht es Sinn, die Skelettfallen auf Luft umzustellen. Um eben Lavalun zu erschweren. Was bei Rathaus 10, ich glaube, die angesagteste Taktik ist, außer Bola-Hexenangriffe und Ableitungen davon. Aber bei Rathaus 10 ist das dann schon wirklich eine prima Sache. So, haben wir ganz gut verteilt. Und 100 Aufrufe ist nicht übel. Das ist Rekord auf diesem Kanal. Danke euch fürs Reinschauen. Ja, was haben wir wieder? Wir haben schöne Einzelsegmente für Infernos und X-Bögen, damit es möglichst schwer ist, an die dran zu kommen. Klar, ja. Ich hätte die Mauern jetzt auch von der Dicke her anders postieren können. Stellt euch vor, die sind alle gleich dick, dann ist das kein Unterschied. Wir haben eine Seite der Base, in dem Fall ist das die oben links. Die ist mit den ganzen Luftabwehren aufgebaut. Wir haben unten den Teil mit den Fegern. Ja, und der mit Flächenschaden agiert, Magiertürme und Bombentürme zusammen, mit Riesenbomben, mit Infernos, mit den Teslas noch dabei. Da geht also einiges kaputt. Ja, wenn die Loons vorne durch die Luftabwehren durch sind, wenn keine Hunde mehr da sind, die tanken, wird es da hinten so langsam schwierig. Ja, wir haben die Skelettfallen auf Luft. Wir haben hier zwei schöne Sperren, dass eben Depth-suchende Truppen eher den Kreis gehen, als in die Mitte zu den Infernos zu huschen. Ja, ich lasse die Base stehen. Sprich, ich speichere sie ab. Und wie der liebe Matthias gewünscht hat, werden wir die morgen mal testen. Und jetzt habe ich eins vergessen. Auch hier machen wir mal die Fotoansicht, dass ihr da auch noch mal in Ruhe ein kleines Bildchen schießen könnt, wenn das Layout interessant ist. Als Anregung denke ich mal nicht schlecht. Wie sie funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich denke, sie ist gar nicht so schlecht. Ja, und das werden wir eben morgen mal austesten. Jo, noch wichtiger als du wären volle Rathaus 10, die dann eben auch mal mit Bolon, die auch mal mit Bovich, die mit einem vollständigen Lavaloon über die Base huschen. Und dann werden wir sehen, was da passiert. Ich denke mal, das streame ich dann nicht, sondern die Tests machen wir dann vielleicht als Video morgen oder übermorgen rein und bin gespannt. Würde mich freuen, wenn da auch wieder viele reinschauen in das Video. Ja, ist ja vielleicht dann auch mal interessant, wie die Base funktioniert und
im Nachgang, was ich vielleicht noch an Änderungen im Design der Base mache oder ob ich sie vielleicht komplett verwerfe oder einfach so stehen lasse, wie sie ist. Ja, wird auf jeden Fall getestet, wird die Tage dann auch zu sehen sein, wie die Tests verlaufen und was für Schlüsse wir daraus ziehen. Und von daher sage ich für heute danke. Ich hoffe, es hat ein bisschen was an Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ein bisschen was auch gezeigt, wie man Bases aufbauen kann. Ob soll, weiß ich nicht. Aber wenn die Base funktioniert, ist es ja nicht verkehrt. Wenn ihr da eure Anregungen draus zieht, wenn ihr euch eher traut, dann auch selbst eine Base zu entwerfen, anstatt die zu nutzen, die auch 200 andere nutzen, weil sie die im Internet gesehen haben, würde es mich freuen. Vielfältige Bases machen viel Spaß, wenn es immer dieselbe ist. Siehe Nachtdorf, da trifft man ja letztendlich auch, ich sag mal, bei 50% der Bases auf drei unterschiedliche Designs. Alles andere ist dann schon eher ungewöhnlich, wenn einer selbst baut und es mal ein bisschen anders aussieht vom Grundriss her. Finde ich schade. Selbstbauen macht Spaß, Selbstbauen macht Sinn. Keiner hat eine Patentlösung für die Base, also probiert es einfach aus. Ja, von daher, für heute sage ich besten Dank. Lasst mir ein Feedback da, wie es gefallen hat, ob es gefallen hat, ob es nicht gefallen hat, was verbesserungswürdig ist, außer die Internetverbindung. Das weiß ich. An der kann ich aber jetzt aktuell eben gar nichts machen. Ja, auf jeden Fall, Feedback freut mich. Daumen rauf, Daumen runter, ganz egal. Ich sage für heute einen schönen Abend. Clash on, viel Spaß im Spiel und alles Gute. Bis demnächst, euer Wilder.